Hallihallo, Kasu wieder hier. Wir waren beim letzten Mal an der Burgmauer stehen geblieben, wo ich nicht genau wusste, wie wir jetzt das mit den Zinnen lösen. Sir ist auch wieder da, steht gerade neben mir. Wir schauen uns gerade sehr intensiv die Burg von hier unten mal an. Ich habe ein paar Tipps bekommen in Sachen Mauer. Das war die, ich sag mal, ordentlich auf dem Berg platzieren. Im Moment sieht es ein bisschen was unschön teilweise aus an den Stellen, wo sie auf einem Erdblock steht und kein Erdblock davor ist. So fundamentmäßig sieht das was ungewohnt aus, habe ich gehört. Ich werde mich allerdings ein bisschen was mehr mit der anderen Burgseite beschäftigen. Dann haben wir vor, eine kleine Steinfarm hier unten vor die Felder zu bauen, wo wir quasi Cleanstone abbauen können oder Sir zwischendurch mal Cleanstone abbauen kann. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Es ist tief in der Nacht, wir sollten schlafen gehen. Nein, hier lang. Nein. Einmal richtig vom Dach fallen, muss gelernt sein. Mein Zimmer. Turmzimmer. Und feststellen, hier ist ein Klo. Da ist das Bett. Du bist jetzt echt ganz hochgekraxelt, statt eins von den Zimmern hier unten zu nehmen. Ja, wenn ich schon die Chance habe, im Turmzimmer zu übernachten, nehme ich das Turmzimmer doch. Angeber. Außerdem habe ich mal wieder das Bett kaputt gemacht. Ey! Ja, jetzt nicht mehr. Ist doch ganz. Ich habe es doch wieder repariert. Ein schönes Gasthaus. Weißt du, wie viel Arbeit das war? Gasthaus zur güldenen Butterblume. Also, hier bauen wir einen Steingenerator hin. Was brauchen wir für einen Steingenerator? Lava, richtig? Wasser, Lava, Trichter, Kiste Kisten. und was für drumrum. Ups. Ja. Ich glaube, wir sollten mit Lava anfangen, oder? Können wir? Okay, holen wir Lava. Wo finden wir Hast Lava? du Eimer? Ich habe hier Eisenblöcke. Und ich weiß, dass man aus Eisenblöcken Eisen machen kann. Wir brauchen 5 Eimer. Wir können auch ein paar Eimer mehr mitnehmen. Ich habe mal 13 gemacht, das sollte ja hinhauen. Oh, hier wären auch noch 5 gewesen. Hä? Ach so, da vorne. Hier die mal fix mit Wasser voll machen, wenn die schon mal so schön hier liegen. Okay. Weil Wasser brauchen wir danach ja auch. Apropos, ich könnte eigentlich mit dem Rest und was wir das letzte Mal gesammelt haben, meine Farm hier weiter ausbauen, dass die Möhren auch automatisch abgefarmt werden. Ja, kannst du, aber du wolltest die Burg auf der anderen Seite machen. Ja, mache ich auch. Wo bist du? Ach, Gerade da vorne mein bist Feld wieder einpflanzen. Also, wir haben jetzt 6 Wassereimer. Ja. Du möchtest also ins Nether.
Wäre so eine Option. Irgendwo sollten wir doch Lava herholen. Jetzt ist die Frage, Stadtportal oder mein Portal? Selber ein Portal bauen. Nein, Spaß beiseite. Wir können das Stadtportal nehmen. Oder möchtest du dein Portal benutzen? Ich weiß halt nicht, wie es mit den Lecks in der Stadt momentan ist. Dann nehmen wir dein Portal. So. Ja, ach, die kann ich jetzt hier in den Komposter werfen. Aus dem Restgetreide machen wir ein paar Brote. So. Kleine Getreidefarm wieder aufgefüllt. Und einmal los Richtung Portal. Ich habe mal wieder so ein super aufgeräumtes Inventar. Ich sollte eventuell Axo wegpacken. Kann nicht schaden, ja. Axo sein Lotel. Nun hättest du den auch in meinem Lager in die Ender Chest legen können. Stimmt. Statt jetzt nochmal zurückzulaufen. Ja, passiert. Ich packe ihn jetzt hier bei mir in die Ender Chest und das Goldohr in die Kiste daneben. Und das Eisen kann ich wieder hier in die Kiste reinpacken. Redstone dahin, der Rest Redstone hierhin. Habe ich hier noch Getreide drin? Nein, habe ich nicht. Kann ich da Sehe reinpacken? dich. Ich mache gerade einfach nur das Inventar mal ein bisschen leerer. Ich habe ein Kistenchaos. Da wäre Eisen drin gewesen. Egal. Es wird Zeit, dass wir eine Bücherei oder sowas bauen bei der Burg. Bücherei, Bücher und Kisten? Wobei eine Münze wäre auch eine Option. Zu viele Ideen für zu wenig Zeit. Du kannst das Projekt natürlich auch einfach 4 Jahre lang laufen lassen, dann haben wir da schon genug Zeit für, aber du bist zu langsam. Ja. Komm schon. Ich arbeite doch dran. Hüpf, 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 hüpf. Mein neuer Shop vom zweiten Account. Naja, schon von diesem. Aber. Ja. Der Account hier verkauft das Zeug, weil der zweite Account auf Bedrock ist und Bedrock halt beim Verkaufen nicht funktioniert. Ich hab Lex. Ah. Ja, ich habe auch ein paar Lecks. So, ready? Ja. Rein da. Rein da. Man nehme auch Ist den ein Eingang. gesichertes Portal, kann dir nichts passieren. Okay. Oder zumindest nicht sofort. Nicht sofort. Ja, in dem Gang spawnen ab und an mal Magma Cubes, aber so schnell bringen die dich jetzt auch nicht um. Welche Seite müssen wir hier raus? Auf die andere Seite kommst du hier nicht raus. Okay. Gar keine Cubes da heute. Was ist denn los? Oh well. End kaputt. Nether kaputt. Also ja, da ist Lava. Soll ich sie holen? Nein.
Nein. Aber nicht alles davon ist Lavaquelle, also pass auf, ich höre einen Gast. Geradeaus ist so ein Magma Cube. Hinter uns Ja, das links ist irgendwo, okay. das dürfte so ein Gasding sein. Ja, ich gehe mal gucken, bevor der dich hier gleich aus dem Leben bombt. Wo ist der Sack denn? Ja, herzlichen Glühstrumpf. Ich höre den Gast total laut, aber ich sehe ihn beim besten Willen nicht. Ich habe ihn irgendwie auf dem linken Ohr oder hinter mir. Ich habe ihn auf dem rechten Ohr. Ich höre Ah, ich Magma habe ihn Cube. gefunden. Klar, dass du jetzt da drunter fliegst und ich dich nicht abschießen kann. Da bist du. Habe ich meinen Bogen dabei? Ich habe meinen Bogen dabei. Der ist zu weit geflogen. Jetzt ist er wieder unter der Brücke. Komm raus, da du sollst sterben. So, ich hab Lava. Ist hier irgendwas Aggressives? Nö. Ach, da kommt er auch wieder. Mano! Da ist er. Zu Mrs. Bella Ja, da Steel. unten ist nichts Aggressives. Was? Zu Mrs. Bella Steel. Uah! Nicht mich hier runterboxen, bitte. Wo bist du? Ich will den Gas töten. Wir können wieder zurück. Ich habe genug Klaver. Ich will aber den Gas töten. Aber die Sau ist abgehauen. Die hat gewittert, was ich vorhab. Okay. Gott, wer kommt eigentlich auf die bekloppte Idee, Speed Beacon im Nether aufzustellen? Warum? Weil ich hier die ganze Zeit fast in die Lava renne, deswegen. Okay. Speed Beacon, Jump Boost. Und wieder Ja, zurück. ich weiß, wer es ist. Du? Es ist immer eine gute Idee, ein Tor mit einem Lavaeimer zu öffnen. Ich meine halt, kann ja nichts passieren, ne? Bring uns halt gleich um. Ich könnte ja mal meinen zweiten Account etwas unter die Arme greifen, hier mit seinem Feld. Ach, brauchst du Weizen? Nö, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ich hier ein paar Stellen habe, wo ich mal versucht habe zu springen. Komm mal mit, ich zeig dir mal Weizen. Ich komme gleich. Ich mache nur dieses Feld hier mal schön. I see you. So, da wird sich zweiter Count Kasu sicherlich freuen, dass sein Feld wieder ordentlich ist. So, du wolltest Weizen. Enough. Ein bisschen Weizen. Du, eine Weizenernte ist bald fertig. Meinst du Sind irgendwas?
2, 4, 6, 8 Stacks Weizen. Meinst du, jemand ist sauer, wenn ich hier aus Versehen so einen Lava-Eimer auskippe? Aha. Okay. Ich bin wieder weg. Geh schon mal vor, ich nehme mir auf dem Rückweg was zu essen mit. Ich habe nämlich nichts mehr. Gut. Ich würde Sachen aus meiner Küche holen. So, wir haben Lava, wir haben Wasser. Steinfarben heißt Lava von oben auf Wasser und wir haben Cleanstone. Ja. Eine manuell betriebene Steinfarben. Die ist geportet, keine Panik. Passiert schon mal. Brauchen wir Glas? Ja, ein bisschen. Können wir, müssen wir nicht. Können da wir, müssen wir nicht. Da ist übrigens das Wasser drin. Ich würde auf jeden Fall mit Stone Bricks arbeiten. Oder nehme ich polierter Deep Slate. Da kann ich dir nicht sagen. Warum ist mein Ärmel nass? Cool. Ich nehme Polished Deep Slate Bricks, falls es das gibt. Polished? Ich glaube nicht. Tiles gibt es. Deep Slate? Ich bin mal oben an den Steinschneider mit dem Deep Slate. Ich mache gerade irgendwas ziemlich gekonnt falsch. Muss man dafür Deep Slate haben, das kaputt ist? Bubble Deep Slate, ja. Gut. Bubble Deep Slate. Sieht ja nur fast genauso aus wie der normale. Hm. Dann nehmen wir Pullicht. Deep Slate. Deep Slate Bricks. Machen wir nämlich die Steinfarben hier in Schwarz, was ein bisschen aussieht, als wäre der Ofen verbrannt an dem Eingang. Und